Ja, ich sage euch dann mal herzlich willkommen zu meinem großen Abenteuer. Ich bin jetzt noch 100 Meter vom Lippe-Römer-Radweg unterwegs. Und Ziel wäre jetzt, den erstmal bis Ende zum Rhein zu fahren. Von da gucken wir dann mal weiter. Ich will natürlich auch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr dann alles sehen in den ganzen folgenden Videos. Ich mache so ein bis zwei die Woche. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Ich bin jetzt zwischen Delbrück und Lippstadt und ich muss sagen, ja, ich bin dann doch schon sehr aufgeregt, wie das alles wird, weil ja, in dem Sinne habe ich das weiteste, was ich sonst mal gefahren bin, war ein Aare-Radweg und das waren 300 Kilometer und das hier, was ich jetzt so vorhabe, ja, das ist ungefähr das Zehnfache. Natürlich dann jetzt auch mit Wohnwagen. Ich konnte keine richtigen Testfahrten machen. Ich hoffe, es hält einfach alles. Aber das Fahrrad ist ja so gut wie neu und der Wohnwagen hat auch keine Schrauben. Also, ja, was soll groß kaputt gehen? Ich hoffe mal nichts. Zum Glück ist das Wetter auch jetzt ganz schön. Angeblich auch die ganzen nächsten Tage soll es schön bleiben. Ja, bis ich mich erstmal zurechtgefunden habe, wo das ganze Material hin soll, dass es auch schlau gepackt ist. Ja, die ganzen Kleinigkeiten halt. Da ist jetzt schon ganz schön, dass es nicht regnet und dass gutes Wetter ist. Es ist auch nicht zu warm. Also es ist im Moment keine Sonne zu sehen, keine Wolke zu sehen. Aber warm habe ich nicht unbedingt im Schatten. Also quasi perfektes Wetter. Ich bin jetzt durch Lippstadt durch. Ist echt schön zu fahren. Das ist die ganze Zeit so ein Schotter, aber ziemlich gerade. Hier ist ziemlich viel los. Ich muss gleich erstmal gucken, ob ich eine ruhige Stelle finde. Da kann ich erstmal ein kleines Päuschen machen. Das haben wir jetzt 25 Kilometer gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, der Schnitt. Ich hatte so vor irgendwie 60 bis 70, vielleicht auch mal 80 Kilometer am Tag zu fahren. Und wenn irgendwo schön ist, dann bleibe ich dann einfach ein bisschen. Die Aufregung hat sich jetzt auch so langsam gelegt. Jetzt eben schön AC/DC angehabt. Das kann ich natürlich da nicht filmen, weil ja, Copyright-Rechte kennt man ja. Das ist jetzt südlich unterhalb von Beckum. Guckt euch an, die Atomkraftwerke. Wie kann man sowas nur ausschalten? Kann ich nachvollziehen, wenn sie sowieso schon gebaut sind. Alle anderen bauen, Deutschland reißt sie ab. Aber Schweiz ist ja auch nicht anders. Die haben auch lieber keine mehr. Ich weiß nicht, muss ja jeder selber wissen, aber irgendwie, ich finde die Energie, finde ich gut. Und angeblich die neueste Generation von den Dingern ist sowieso total sicher. Ich verstehe nicht, wieso man es nicht nutzt. Und vor allem kauft man dann in anderen Ländern Strom dazu. Ob das jetzt Sinn macht, ich weiß es nicht. Aber da denkt ja jeder anders drüber. Deswegen, und das kann er ja auch. Übrigens, ich feiere die Scheiße total. Schön laut AC/DC und dann gib ihm. Die Leute lachen sich kaputt, die einem entgegenkommen. Ja, ich habe jetzt mehr wie die Hälfte gefahren. Und ja, ich hoffe, ich komme heute noch bis Bergkam. Das wäre so das Ziel. Oh, das ist jetzt so richtige Ruhrpott-Romantik. Da kriege ich gerade ein halbes Röhrchen in die Hose. So langsam merke ich übrigens auch die Beine. Wir haben jetzt auf dem Tacho ungefähr 70 Kilometer. Das heißt, ungefähr 10 fahre ich noch. Und wir haben jetzt 5 Uhr nachmittags. Kannst du sagen, 6. da. Eine gute Zeit.
85 Kilometer sind auf der Uhr. Eigentlich wollte ich hier in den Weg rein. Leider war dann Tor. Jetzt gucke ich mal jede Straße, die nach rechts führt, ob ich irgendwas finde. Also ich bin jetzt irgendwo noch, keine Ahnung, ein paar Kilometer weitergefahren. Und jetzt bin ich hier bei einer Kapelle. Guck mal, hier ist ein Altar draußen. Heute gibt es noch Christmette hier für alle. Da gucken sie schon neugierig. Ja, jetzt. Ich glaube, hier ist aber ganz gut. Überall Hecken. Das ist die komische Kapelle. Ich hatte mich jetzt noch mal umgestellt. Vorher war ich ja irgendwo, hier ist der Altar. Aber ich hatte für heute genug Sonne. Und ja, eben hatte ich noch Schatten vom Baum. Jetzt geht die Sonne fast unter. Ja, wie war der erste Tag? Puh, anstrengend, weil ich hatte natürlich auch, ja, ich hatte überhaupt nicht trainiert und nichts. Jetzt 80 Kilometer gefahren, war schon ganz schön hart. Aber sonst, der Wagen lief gut, das Fahrrad auch. Puh, kann mich einfach nicht beschweren. Und es war wirklich schön, es ließ sich gut fahren. Auch zwischendurch dann die Binnenschifffahrt, die man sich angucken konnte, war toll. Ja, die ganzen Leute, also wenn du am Fahren bist, rufen sie irgendwas hinterher, wie geile Karre oder was ist das, kann man darin schlafen. Das ist ja, ja, ist in Ordnung. Aber sobald du stehst, der Nächste hält fast an und quatscht dich dann voll. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn ich aufgestanden bin. Und ich bin jetzt echt kaputt, ich lege mich jetzt erstmal hin. Würde ich sagen, bis morgen früh. Ciao. Ja. Guten Morgen. Ah, die Nacht war ganz gut. Aber heute ist ein bisschen bewölkt und es ist kälter geworden. Ja, bin schon so eine halbe Stunde wach. Jetzt machen wir gleich erstmal was zu essen. Dann wird zusammengepackt und dann geht's weiter. Ja, Kaffee könnte ich mir auch noch machen. Oh. Ich habe die Fahne extra herausgenommen, weil die höher ist wie das Feld. Und da vorne natürlich direkt die Straße ist. Danke, christliche Kirche, für euer Obdach. Irgendwie sind da Speichen los. Die ersten 40 Kilometer für heute, am Tag 2 habe ich jetzt gefahren. Ich habe auch schon ein paar nette Leute unterwegs jetzt kennengelernt. Einer, der hieß Tobias, der wollte bis auf Dresden. Und dann so ein älteres Ehepaar, die sind von Belgien nach Prag unterwegs. Auch ganz schöne Strecke. Ohne Motor, 50 Kilo Gepäck. Da muss ich ihm geben am Berg. Ja, und dann einer wollte mir noch einen Zehner zustecken, aber habe ich gesagt, Bosse, nicht für was. War auch ein ganz netter Kerl. Aber irgendwie mein Pausenmanagement ist immer sehr schlecht, immer ballern. Ja, ich muss mal gucken, irgendwie muss ich das schlauer geregelt kriegen. Also gleich muss ich auf jeden Fall irgendwo mal noch Pause machen, weil mein Wasser ist so gut wie leer. Und ja, ohne Wasser geht natürlich nichts. Es reicht noch nicht mal mehr für Kaffee zu kochen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, koche ich hier eben Kaffee. Aber ja, die beiden machen sich übrigens so richtig schön bemerkbar. Aber heute wird trotzdem noch weitergefahren. Ich hoffe, dass das jeden Tag ein bisschen nachlässt. Und irgendwann bist du voll drin. Und dann kannst du auch mal einen Hunderter machen.
Batterien sind jetzt, die eine ist halb voll, die andere zu 60%. Gefahrene Kilometer jetzt 130. Also kannst du sagen, meine 250 im Flachen, die kriegst du gut geregelt. Vor allem jeden Tag fährst du ja mal ein bisschen mehr, hast ein bisschen mehr Power in den Beinen, weil ich war jetzt total untrainiert. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Wasser, ein paar Minuten fahre ich dann weiter. So sieht es hier aus. Ah, was noch passiert ist, das war gar nicht so schön. Ich bin gefahren und dann habe ich irgendwas am Handy rumgedrückt. Ich habe mich so nach vorne gebeugt. Dann sind mit beide Beine unter das Fahrrad. Ich sage dir, das hat weh getan. Ui, also da muss ich auf jeden Fall besser aufpassen, dass das nicht nochmal passiert. Da kannst du ja auch leicht was brechen, wenn du dir bei dem Fahrt, vorne ist ja diese Titanblattfederung, und da hat es mir beide Beine drunter gerissen beim Fahren. Zum Glück war ich nur 5 km/h. Ich möchte gar nicht wissen, wenn dir das mit 25 passiert. Das endet dann übel. Aber sonst keine Komplikation. Ich bin sehr zufrieden. Die Speichensache, das war ja was Kleines. Muss mal gucken, wenn ich nachher aufgebockt habe, wie rund die so laufen. Ich habe jetzt einfach nach Gefühl ein bisschen angezogen. Heute möchte ich dann auch auf dem Campingplatz schlafen. Dann kann ich nachher in Ruhe Akkus laden und duschen. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil jetzt irgendwo da ewig an der Ladesäule zu stehen, das ist mir die Zeit auch zu blöd für. Ich werde jetzt noch ein bisschen chillen und dann sehen wir uns gleich bei der Fahrt. Oh, wenn das jetzt nicht passt, dann muss ich aber weit zurück. Oh, das passt nicht. Fuck. Das passt nie. Wie viel ist der? Scheiße. Ah. Guck mal, ob man einen rausheben kann, aber bestimmt nicht. Scheiße. Fuck. Oh, jetzt muss ich weit zurück. Ja, ging jetzt noch der Umweg. Da unten sind sie, die Arschlöcher. Oh, ich hätte mir auch einen Schlüssel kaufen sollen, weiß auch nicht. Ich habe ihn mir angeguckt, da habe ich gedacht, oh, die sind viel zu groß, viel zu schwer, habe ich keinen Bock drauf. Ja, hätte ich es mal gemacht, die hätte ich nämlich losgekriegt. Ja, jetzt, was soll's? Jetzt fahre ich halt mal ein bisschen nach Google Earth Richtung Haltern. Und da muss ich dann aber wirklich mal was zu trinken kaufen und zu essen. Ich hoffe, da hat es einen Supermarkt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber soll wohl so sein. Ich bin jetzt in Dorsten auf dem Campingplatz. Ich habe endlich geduscht. Ja, nach 2 Tagen so eine Maloche stinkst du schon wie ein Bär um ein Eier. Und ja, der Campingplatz, das ist jetzt hier die Zeltwiese. Ist nichts Spezielles. Würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Tag. Macht's gut. Ja, Tag 3, ich bin abfahrbereit. Ich habe gut gefrühstückt. Ja, irgendwie großen Hunger habe ich in letzter Zeit noch nicht gehabt. Wird wohl eine Diätreise. Bin gespannt, was ich nachher dann noch wiege. Aber hier, kann ja nicht schaden. Puh, das ist heute warm. Jetzt habe ich ungefähr 25 Kilometer bis zum Rhein. Sollen wir wohl in 1,5 Stunden schaffen. Beine fühlen sich übrigens gut an.
der Rhein. Guckt es euch an, das ist aber ein anderer Ballermann von Kaliber. Also da ist die Lippe ja wirklich nur so ein Bach gegen. Jetzt hier auf so einen Aussichtsturm. Ich bin jetzt vielleicht 200 Meter den Rhein entlang. Geil. Schiffe sind auch schon viel größer, wenn du da hinten mal guckst. Schön, schön, schön. Weiter geht's. Witzig. Bin hier auf dem Fahrradweg und jetzt guck mal, was hier unten drunter herläuft. Ein Förderband geht kaputt. Und eine Wiesenanlage. Ist auch langsam Zeit für eine Pause. Was haben wir gefahren? 50 Kilometer an einem Stück quasi. Bis auf eben die 2 Minuten, wo ich da auf dem Turm war am Rhein. Ja, mal schön gleich eine Banane essen, was trinken. Gucken, vielleicht kommt gleich eine Bank im Schatten. Weil in der Sonne, das ist zu krass. Das ist aber auch warm heute. Und ich schwitze schon wieder, steif sind die Glieder. Bist du fett wie ein Wal, wird das Fahrradfahren zur Qual. Ich bin jetzt in Emmerich angekommen. Eigentlich wollte ich hier privat bei welchen im Garten schlafen. Leider ist da Korönchen zu Besuch. Jetzt haben wir das natürlich abgeblasen, weil das ist natürlich dann nichts. Ja, jetzt gehe ich in Emmerich hier. Erst noch in den Supermarkt. Na guck, ich bin unentschlossen. Wir haben jetzt 3:15. Beine sind topfit, kannst du sagen. Akku 64%. Eigentlich wollte ich ja bis kurz vor der Grenze fahren, aber das bin ich ja jetzt schon fast. Ich bin echt überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen weiter fahren soll. Kilometer müsste ich jetzt ja gerade mal über 60. Ich muss noch überlegen. Land Nummer 2, ich bin weitergefahren, Holland. Wir haben jetzt kurz vor 5, ich habe jetzt mal so einen Campingplatz noch eingegeben. Irgendwie war das ja ganz nett, sich da am Abend mal so zu unterhalten. Jetzt schrub ich da erstmal hin und guck mal, was das für ein Ding ist. Ich hoffe, der ist ganz schön. Und ja, geil, ich freue mich richtig. Bei den Haschbrüdern. Aber ich halte da nichts von. Also weiß ich nicht. Ich habe das vor über 20 Jahren, ein paar Jahre gemacht. Finde das absoluter Quatsch. Also ja, muss ja jeder selber wissen. Aber wir fahren jetzt erstmal noch eine Runde. Kennt jemand, der würde da jetzt Wasser holen. Unglaublich, wie gepflegt das hier alles ist. Das ist ja schon, boah, wann war ich hier das letzte Mal in Holland? Ich war einmal kurz zum Einkaufen, aber nur, nein, nicht Hasch kaufen. In dem Campingladen da Obelink war ich mal. Das ist jetzt 2-3 Jahre her. Aber davor, das könnte jetzt, boah, wie lang ist das ja? 20 Jahre? Ja, ungefähr. Richtig schön machen die sich das hier. Ich bin auf dem Campingplatz jetzt angekommen. Oh, wunderschön, ich sag euch. Ich mache gleich mal einen Rundgang, nehme ich euch noch bei mit. Aber ja, Deutschland habe ich jetzt hinter mir gelassen.
ich würde sagen, das war es wahrscheinlich erstmal für das erste Video. Das Material sollte wohl reichen. Ich war jetzt 3 Tage unterwegs in Deutschland. Im nächsten Teil seht ihr dann Holland. Und von meiner Seite verabschiede ich mich und sage dann ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis die Tage.